Hi Freunde, herzlich willkommen. Nächster Part mit dem FC Southampton. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind zurück und haben heute das Testspiel gegen den ersten FC Köln am Programm. Ja, vielen Dank fürs Einschalten heute. Wie gesagt, wir steigen jetzt mal rein und ja, gleich mal hier mit einer coolen Nachricht. Ich habe ein Angebot, nachdem ich die Woche übersprungen habe, ein Angebot abgegeben für Kamara von Red Bull Salzburg. Denn wir verkaufen ja gerade Doucouré und Kamara wäre ein Upgrade. Die Scouts haben mir empfohlen, da ist jetzt auch Salzburg dran und Leipzig. Das heißt, es wird richtig schwierig. Aber ich habe ihn verglichen mit Doucouré und der wäre in allen Bereichen oder fast allen Bereichen, hier ist immer Mentalität, Defensive, Physis, Geschwindigkeit, ein Upgrade. In der Luft nicht ganz so stark, okay. Er ist 6 cm kleiner, offensiv nicht ganz so stark, aber im Insgesamten auf jeden Fall. Also vor allem diese mentalen Werte sind grandios. Ich würde den gern holen. Wir sehen hier die anderen Angebote. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass wir ihn nicht bekommen werden, aber ich möchte es versuchen. Es würde ihn reizen, in der Premier League zu spielen. Was haben wir sonst noch? Er hofft auf ein Angebot vom AC Milan. Also es wird ein harter Kampf auf jeden Fall, den zu bekommen. Wir müssen dann eh noch mit ihm verhandeln. Und ja. Bin mal gespannt, ob sowas wird. Jetzt schauen wir mal, wie es gegen Köln aussieht. Wir müssen auf ein paar Spieler verzichten heute in dem Test. Leonardo beim Nationalteam. Harry Winks hat, glaube ich, bei irgendeinem Jubiläumsspiel von Harry Kane mitgespielt, weil er ja Tottenham-Kollege war von ihm. Ganz spannend, das hatte ich so eigentlich noch nie. Dann was haben wir hier? Achso, weil ich nicht genug Spieler habe, wird aufgefüllt. Ja gut, das ist mir jetzt aber ziemlich egal. Es sind alle drei Stürmer jetzt also nicht verfügbar. Das heißt, wir haben die. Ja, die Situation, die wird dann so aussehen, dass ich Marcus Edwards spielen lasse. Die Frage ist, ob ich ihn als Stürmer spielen lasse oder ob wir, ich würde eher sagen, wir verschieben hier, dass Nathan Teller vorne stürmt. Der kann das auch sehr gut. Und ihn lassen wir als Außenstürmer vielleicht da spielen auf der Seite. Ja, und dann verzichte ich hier einfach auf ein paar Leute und der Rest. Also Doucouré und Woodburn nehme ich halt mal mit. Den Pepe könnte ich theoretisch heute auch schon sein. Debüt geben, den wir ja gerade erst verpflichtet haben. Sonst machen wir es so. Weil ich möchte eigentlich die Taktik nicht unbedingt umbauen. Ich möchte hier schon mit einem Flügelspieler spielen. Also, oder zumindest immer nie mit mehr als einem inversen Spieler spielen. Das heißt, ich mache es so, dass ich den Pepe jetzt da spielen lasse und den Everton vorne. Und dann werden wir vielleicht in der zweiten Halbzeit durchwechseln. Luke Thomas ist auch neu gekommen. Den werden wir dann auch ausprobieren. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir die Spielpraxis hochbekommen. Das heißt, Etienne Green muss spielen. Caligari eventuell für Livramento. Damit der noch ein bisschen mehr Spielpraxis bekommt. Ja, und dann haben wir die Situation mit Marcus Edwards. Aber das schauen wir uns dann in der zweiten Halbzeit an, weil Pepe und Teller haben auch nicht unbedingt viel mehr Spielpraxis. Und wir haben ja sowieso noch einige Tests. Also wir sollten da nicht zu sehr zu kritisch mit uns selbst jetzt sein, was das angeht. Da haben wir noch genug Zeit, um das zu verbessern. So, apropos verbessern, schauen wir mal, wie wir heute von der Leistung her spielen werden gegen den ersten FC Köln. Nathan Teller. Der Pass in die Tiefe. Ah, ein bisschen zu weit für Everton, aber gar nicht so schlecht. Lunev im Tor. Sagt mir auch was. So, Köln deutlich stärker jetzt bisher in der Anfangsphase. Und auch hier gleich mal mit der ersten richtig gefährlichen Chance. Das ist schon der dritte Abschluss von Köln in den ersten paar Minuten. Und sie drücken weiter. Matheus Enrique und gerade noch auf der Linie geklärt. Teller beinahe vorbei. Wir haben auch nur ja, knapp ein Drittel Ballbesitz. Wieder eine Standardsituation. Salisu klärt die gut. Wenigstens sind wir scheinbar in der Luft bisher recht sattelfest. Aber Wahnsinn, was ist mit den Kölnern los? Warum spielen die so gut? Oder warum wir so schlecht? Green super im 1 gegen 1 gegen Player. So, Enrique. Matheus Enrique. Und der Abschluss. Zu hoch. Mal lasse mit dem Einwurf auf Pepe, der legt wieder ab. Loftus-Cheek, Pepe.
Ja, das sieht man, wie eng die an uns dran stehen. Gut eröffnender Pass von Loftus-Cheek. Caligari hat ein bisschen Platz. Bekommt ihn hier jetzt nicht wieder. Jetzt Caligari. Die Flanke ist richtig gut. Da ist der Fehler vom Torhüter. Und Everton schießt ihn ein. 16. Minute. Ich glaube, das war der erste richtige Angriff von uns. Und der sorgt gleich für die Führung. Tatsächlich erster Torschuss. Man sieht aber auch Expected Goals Wert, dass wir da in Führung sind, weil die Chancen von Köln jetzt nicht überragend waren. Also sie haben zwar gedrückt, aber nicht wirklich gute Chancen rausspielen können. Das muss man immer in Relation sehen ein bisschen. Und jetzt haben wir mehr Ballbesitz. So. Pass in die Tiefe. Kleines Missverständnis zwischen Malassi und Salisu, habe ich das Gefühl. Und kein Problem für Adrien Green, der ist gut in Form. Solide Leistung von ihm heute. So. Boah, da fehlt Holmes das Tempo. Thielmann macht das gut. Nächste Ecke. Ich habe noch nie so viele Ecken gegen mich bekommen. Rausrücken. Gut geklärt. Aber Teller kann keinen Konter einleiten. So, also wir sind in Führung. Ich lobe sie jetzt mal nicht fürs Spiel. Läuft das Chic ein bisschen müde. Ich überlege gerade, wie es aussieht. Im Zentrum müssen wir sowieso noch nachrüsten. Den Bednarek könnte man für den Salisu spielen lassen, weil Salisu ist. Aber Bednarek ist auch so gut, was die Spielpraxis angeht. Lass man unten Ducouré, Woodburn, die beide auf der Transferliste sind, braucht man nicht unbedingt. Aber Edwards und Sorry Nola. Da müssen wir schauen. Also Marcus Edwards möchte ich jetzt eigentlich ganz gerne reinbringen. Teller ist ein bisschen müde und hat schon die beste Spielpraxis. Deswegen kommt Edwards jetzt auf der Seite und dann müssen wir es halt so machen. Ich stelle ihn trotzdem auf Support und Sorry, Nola sollte ich halt auch bringen. Der kann ja überall spielen. Die Frage ist, wo lassen wir ihn spielen? Theoretisch kann er auch da vorne spielen, da müsste er sich halt noch ein bisschen eingewöhnen. Theoretisch könnte ich den mal für Malassia spielen lassen. Oder wir bringen den einfach über die zweite Mannschaft ran. Weil der ist ja ein klassischer Spieler für die Breite eigentlich geholt. Ich möchte auf jeden Fall schauen, dass wir die Neuen so gut es geht an die Mannschaft gewöhnen. Ich möchte aber auch, das sage ich gleich dazu, am Stamm jetzt für den Anfang wenig ändern. Weil das im letzten Jahr so gut funktioniert hat. Das heißt, die Neuen werden dann eher, auch wenn ich sie eigentlich dann früher oder später für einen Stammspieler vorsehe, möchte ich die anfangs vielleicht dann eher von der Bank bringen. Never change a winning team. Ich möchte halt einfach in der Breite etwas besser sein, gerade was Verletzungen angeht, Rotation angeht. Und deswegen ist das, glaube ich, die ideale Lösung oder der ideale Ansatz, das so hinzukriegen. Ein bisschen warten wir noch mit dem nächsten Wechsel. Ich habe nämlich schon eine Idee. Da könnte man nämlich doch Sorry Nola spielen lassen. Ich werde den Caligari nämlich wieder ins Zentrum schieben, wo er mir ja auch ganz gut gefallen würde. Marcus Edwards, hat jemand von euch kommentiert, ist bei ihm anscheinend explodiert. Also der soll sensationell sein. Ich bin wirklich gespannt. Hat immer die Frage, wie er dann in die Taktik passt, aber da bin ich optimistisch. So, in der 60. werde ich dann auch links hinten wechseln. Gut von Salisu. Der Pass auf Everton ist auch gut. Der hat das Tempo, aber dann leider nicht die Coolness in der Situation. So, Ward-Prowse mit der Flanke. Pepe verlängert. Sah ein bisschen nach einer einstudierten Variante aus. Auch wenn es die, glaube ich, im FM gar nicht gibt, oder? So einstudierte Varianten. Marcus Edwards. Und easy den Ball abgenommen. So, wir sind jetzt in der 60. Haben wir gerade einen Ballverlust. Jetzt warte ich die Szene noch ab. Thielmann gegen Caligari. Caligari lässt Thielmann da
passieren. Der Pass in die Tiefe ist gut, aber super geblockt hier noch von Skip. So, das heißt, ja, Love the Chick ist der, der wie gesagt, also bringen wir mal Thomas links hinten. Libramento bringe ich dann für Love the Chick. Das war falsch. Sorry, Nola bringe ich für Love the Chick. Und dann lasse ich Caligari Box to Box spielen. So. Ja, und bei Woodburn ist momentan noch kein Verein interessiert, deswegen kann ich den jetzt auch mal bringen. Den bringe ich für den Everton vorne als Stürmer rein. Da müssen wir halt einfach schauen, dass wir den irgendwie noch wegbekommen. Das war... Ich muss ganz ehrlich sagen, da war ich so ein bisschen geblendet von dieser Liverpool-Vergangenheit, weil ich habe den halt immer noch so im Kopf als Top-Talent von Liverpool. Das ist er halt leider mittlerweile nicht mehr. Ich hoffe für ihn, ehrlich gesagt, dass seine Karriere dann doch noch so diese Richtung einschlägt, dass es vielleicht für einen richtig guten Fußballer reicht. Ich meine, Profi wird er auf jeden Fall sein. Aber war Green mit dem Fehler. Wie gesagt, er wurde anfangs, glaube ich, schon, also so habe ich es noch im Kopf, ziemlich gehypt. Als Megatalent. So, Sivkovic mit der Ecke. Salisu klärt. Aber... Ne. Keine Konterchance. Freistoß Ward-Prowse. Und der war richtig gefährlich. Klatscht an den Querbalken. So, für die Schlussphase mache ich jetzt noch die letzten Wechsel. Bednarek rein. Ich bringe auch den Zach Madley. Livramento nicht. Der da kriegt heute mal eine Pause und Ducouré auch nicht. Nicht, dass sich der jetzt irgendwie noch blöd verletzt, weil er beim Einwechseln über irgendeine Getränkeflasche stolpert und sich das Kreuzband reißt. Das wäre natürlich nicht ganz so cool. Caligari auf Ward-Prowse. Der schickt Ward-Prowse in die Tiefe und der macht es. 2:0, 75. Wie geil ist das? Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Aber nehme ich natürlich gerne mit. Freue ich mich. Hier der Pass in die Tiefe und dann haben wir Ward-Prowse, der ganz cool bleibt. Ausgezeichnet. So. Wir loben sie jetzt nochmal. Im Endeffekt war es jetzt nicht der souveräne Test, den ich erhofft hatte, sagen wir es mal ganz ehrlich, aber wir haben es auf jeden Fall gut geschafft, die Kölner zu schlagen. Die Neuen nicht so wirklich überzeugt, also Pepe und Edwards haben sehr unauffällig gespielt, tolles Tackling von Thomas. Grätscht der gerne, das sollten wir uns gleich mal anschauen. Caligari macht sich gut im Zentrum. 8,1 hat er heute. Bednarek wird da überhaupt nicht attackiert, aber der Pass auf Sorinola leider nicht funktioniert. Abseitsfalle hier auch nicht funktioniert. Dann braucht man ewig, um zurückzukommen. Also das war gerade richtig schlecht verteidigt. Diese Szene möchte ich mir auch nochmal anschauen. Wir sehen hier grundsätzlich alle halbwegs auf einer Höhe, dann kommt der Pass schon in die Tiefe. Das heißt, da kannst du eigentlich schon laufen, aber sie ziehen sich jetzt gehen sie nach vor, wo der Pass eigentlich schon längst gespielt ist. Und dann stört es mich, achtet mal auf Madley, vor allem auf Madley, aber Bednarek müssen wir auch noch beobachten, wie lange das dauert, also bis die zum Sprinten anfangen. Auch Sorinola natürlich voll weit vorne, also da passt nichts. Das werfe ich auch nicht Sorinola vor, sondern die beiden Innenverteidigern. Also hier das Tor noch kassiert zu haben, war ziemlich unnötig. Und vor allem die Abseitsfalle. Also wenn das eine gewesen sein sollte, war die komplett behämmert. Aber ich lobe sie jetzt trotzdem, damit wir die Moral raufkriegen. So, der Moreos verpflichtet. Crystal Palace. Der ist natürlich richtig stark. Also der wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen ärgern. Glücklicher Sieg, das stimmt auch. So, und der Gegneranalyst kommt jetzt zu uns. Alex Freepleton, glaube ich, dass man den so ausspricht.
Wir haben nicht mal einen Abseitsfall an, also das haben sie sich irgendwie selbst überlegt. Ich würde auch sagen, dass wir ein bisschen breiter jetzt verteidigen werden. Schade. So, schauen wir, ob der eine Empfehlung hat. Jarrett Bowen, der ist auch noch in der zweiten Liga bei Leicester. Aber da haben wir jetzt Edwards geholt. Finde ich aber trotzdem ganz interessant. Kerr Smith von United. Sieht man wieder, was das für ein Marktwert ist für so einen Spieler. Gut, er ist erst 19. Der hat noch richtig viel Potenzial. Da zahlst du halt das Potenzial auch mit. Aber finde ich schon ein bisschen schockierend. So. Ah, die haben das Angebot noch nicht angenommen für Kamara. Sie warten noch ein bisschen ab. Bin ich mal gespannt. Dafür haben wir einen 16-jährigen U-Nationalspieler in Nigeria. So, Matteo Ruggeri, der ist halt richtig interessant, aber da haben wir jetzt eh schon ordentlich nachverpflichtet. Generell bin ich, glaube ich, schon ziemlich zufrieden mit dem Kader. Ich habe ja eure Kommentare noch nicht bekommen zum letzten Part. Der geht erst heute online. Genau jetzt dann nachher, wenn ich aufnehme. So, die versuchen jetzt nachzubessern, dass Salzburg dann mal annimmt. Ich hätte jetzt offiziell das Interesse auch bekunden an ihm in den Medien, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr Bewegung reinkommt. So, Doucouré geht und Lens bekommt 30% des Transfererlöses. 2,7 Millionen, das ist natürlich bitter. Für 14 wechselt er. Vorstand hat 11 zum Transferbudget hinzubekommen. Kamara sagt gleich, ein Wechsel zu Southampton kommt für ihn nicht in Frage. Das heißt, wir müssen da noch ein bisschen uns umschauen. Für einen ja etwas defensiveren zentralen Mittelfeldspieler vielleicht noch. Transferliste gelistet. Dann gehen wir auf defensives Mittelfeld und dann schauen wir mal, was da hier alles so wäre. Tom Davies. Also wenn wir schon bei Engländern bleiben, wird das natürlich auch ideal. Den kannst du super da hinten spielen lassen. Er ist sogar ballerobernd. Hat schon 200 Premier League Spiele in den Beinen. Ist Engländer im besten Alter. Ganz ehrlich, das musst du eigentlich machen. Versuche ein bisschen runterzuhandeln, aber wieder ganz normalerweise ist es eben so, dass du ja da nicht verhandeln kannst, wenn die auf der Transferliste sind oder nur bedingt halt mit Klauseln und so weiter. Aber da zahle ich es lieber gleich so. Aber ich schaue mich jetzt trotzdem noch ein bisschen um. Da haben wir den Matheus Henrique, der die Super Standards gegen uns geschlagen hat, mit Ecken 7 bis 11. eher Spielmacher-Typ. Dominic Kor, dann haben wir Diakité von Salzburg. Den schauen wir uns auch mal an. Aber der dürfte zu schwach sein. Gila Vogie, Turnwald. Ja, ich glaube, da ist jetzt niemand so super interessant. Nørgaard wäre so einer, den du vielleicht da spielen lassen kannst auf der 6. Der ist auch stark, den scouten wir auch. Der wäre natürlich zum Beispiel deutlich günstiger. Aber ich glaube, da ist Tom Davies schon cooler. Der kostet natürlich wieder einiges. Die bestimmte Rolle verspreche ich ihm nicht. Tom Davies ist auch so ein Spieler, den ich richtig gern geholt habe. Mal schauen, dass wir den runterhandeln. 4 Millionen. Hat jetzt wieder erstaunlich schnell angenommen. Das macht mich immer so stutzig, aber hilft nichts. So, ich ziehe das Angebot für Kamara jetzt zurück, nachdem der sowieso nicht zu uns wechseln will, so wie er es in den Medien gesagt hat. Alexander Arnold zu Manchester City, was ist denn da los? Ach, nicht im Ernst, für 70 Millionen, warum wollte der weg? Eieiei. Der hätte in Liverpool halt auch schön Legende werden können. Brian Okobo, Innenverteidiger von Salzburg, da ist auch Dortmund dran. So. Nächster Test, dann der Test gegen den FC Reading. So, wir haben ein Angebot bekommen. Wolfsburg macht ein Angebot für Salisu. Er hat kein Interesse, dahin zu gehen. Und das Angebot ist auch schlecht. Das ist natürlich für uns gut. So, da bleiben wir bei den Prämien. Edward Montoya verpflichten Sie ihn um jeden Preis. Ja, 18-jähriger. Kolumbianer richtig stark.
So, Tom Davies wechselt zu uns. Jetzt schauen wir uns nochmal an. Aber ja, vor allem durch diese richtig starken mentalen Werte ist er halt, glaube ich, dann haben wir ein so geiles englisches Mittelfeld. Das muss man ganz ehrlich sagen. Damit haben wir mehr Engländer als die restlichen Premier League Clubs wahrscheinlich. Das ist eine ziemlich coole Geschichte. So, jetzt ist Leonardo nicht registriert, aber den müssen wir nicht registrieren. Der Rest ist drin, das passt. Rücknummer, was haben wir für Tom Davies? Boah, nichts Gutes. Kriegt er die 16. Ward-Prowse soll ihn begrüßen. So. Tanganga, Chafeet, Tanganga, Tanganga. Mit dem Namen habe ich Probleme, den können wir nicht kaufen. Na, der ist ganz interessant, hat aber auch kein Interesse zu uns zu kommen. Eigentlich brauche ich den nicht auf die Auswahlliste tun. Maxwell Cornet, jo. Fred bei Norwich ist mir mittlerweile zu alt. Leonardo, ein Tor gemacht bei den Olympischen Spielen für Brasilien. So. Dann haben wir die U23, die jetzt spielt. Und die U18. Könnte ich die verfügbar machen, aber mache ich nicht. Fabian Eutinger. Haben wir den auf der Auswahlliste? Das muss noch von Bremen sein. Oder? Weiß gerade nicht. So, Ward-Prowse können wir. Also, ich lobe sonst generell wieder die drei durch, die gut trainieren. Bednarek. Und Nathan Teller. Der Teller oder das Teller? Der Teller. Der Nathan Teller. Wie viele Tests haben wir eigentlich noch? Drei Tests noch. Reading, Southampton und Northampton. Und da müssen wir ausgerechnet gegen Chelsea starten, was natürlich ein bisschen uncool ist. Uncool im Sinne von, es wird schwierig. Sevilla gibt ein Angebot für Ruggeri ab. So, der ist auf der Leihliste. Und ich streiche jetzt Kamara von der Auswahlliste für den Moment, weil jetzt haben wir Tom Davies geholt. Tom Davies können wir uns auch vielleicht mal anschauen. Ups. Also das ist Tom Davies Schlüsselspieler. Schaut euch diese sensationellen mentalen Werte an. Den werden wir auf jeden Fall auf der 6 trainieren. Die Frage ist, ballerobernd kann er eigentlich am besten. Ballerobernd auf Support, würde ich sagen. So, dann gehen wir auf die Teamauswahl. Also Wings und Davies können wir mitnehmen. Der Rest fällt leider noch aus. Bednarek hat auch was abgekriegt, ist nicht ganz fit. Wie schaut es aus mit der Spielpraxis? Die ist eigentlich größtenteils gut. Nur diesen Wechsel müssen wir heute auf jeden Fall machen. So. Ben Woodburn, den werden wir wieder mal anbieten. Aber er selbst hat halt auch kein Interesse zu gehen, weil man erst verlängert, weil er erst zu uns gewechselt ist. So, Tom Davies. Ich überlege gerade, ob ich den Skip nach vorschieben soll. Aber für Box-to-Box oder sowas ist er, glaube ich, nicht offensiv stark genug. Ich glaube, dass die sich ziemlich abwechseln werden, weil die sehr ähnlich sind vom Spielertyp her. Da haben wir dann. Skip ist sicherlich auch Schlüsselspieler, ja. Aber das ist, glaube ich, keine Tragik. Wir haben genug Spiele. Der Wings statt ein Loftus-Cheek. Jetzt haben wir wirklich nur englische zentrale Mittelfeldspieler. Das finde ich halt schon genial. Also, nee, gar nicht. Ivan Jaime haben wir ja auch noch geholt als Spielmacher-Typ. Den haben wir auch noch. Wie gut sind die Standards von Tom Davies? Ecken? Nee. Freistöße? Nee. Okay. Passt. Dann lasse ich den Livramento rechts wieder spielen. Und dann legen wir los. Zeit haben wir noch ein bisschen, ein paar Minuten. Das heißt, den Test machen wir in dem Part noch. So. Oh Gott, Rot gegen Rot, ernsthaft. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die Trikots nicht selbst aussuchen kann. Zu Spielbeginn, so wie man es von FIFA kennt zum Beispiel. So, Livramento, Marcus Edwards. Durch den Namen kenne ich mich wenigstens aus. Erster Versuch von Ward-Prowse. So, Malasia mit dem Einwurf.
Wings, Livramento. Ja, hier wird es halt dann wahnsinnig eng. Da wieder der Pass zurück, leider. Und da hier der gute Versuch, starke Parade von Bass. Ward-Prowse mit dem Eckball. Nochmal die Chance, Ward-Prowse von der anderen Seite. Und Salih super Kopf knapp drüber. Also bisher ein relativ guter Start unserer Mannschaft. Wenn auch noch nichts Zwingendes dabei war. Jetzt haben wir die letzten Minuten ein bisschen verpennt. Reading mit zwei ungefährlichen Abschlüssen bisher in dem Spiel. Die Frage ist, ob wir unser Spiel nicht noch breiter machen sollten, gerade um hier auseinanderzuziehen. Also Livramento kann Rückier stehen und ein Malasse kann Rückier sein. Dadurch zieht er den raus, dann entsteht hier ein Raum, da wo ein Raum, in dem dann durchaus jemand wie ein Wings oder ein Skip rein können. Eher Wings natürlich. Super Alleingang von Pepe. Boah. Schuss abgeblockt. Daher geht er zum Glück für den Gegner drüber. Und aus der Ecke wird nichts. So, Ward-Prowse. Und Holmes versucht dann nochmal. Aber wird leider nichts daraus. Wings, boah, war der schön. Harry Wings, 40. Minute. Was für ein geniales Tor. Wie er den da auf den langen Pfosten oder ins lange Eck dreht, ist sensationell gemacht. Also Hochachtung. Schaut euch den nochmal an. Wunderbarer Treffer. Das lässt sich auf jeden Fall. Ich muss mal kurz mein Handy abstecken und meine Uhr anstecken. Das lässt sich auf jeden Fall sehen. Ganz, ganz stark. So passen die Tiefe. Green spielt gut mit. Damit kein Problem hier, keine Gefahr. Ich glaube, ich möchte das Spiel wirklich breiter machen. In Zukunft. So, Pepe mit der guten Balleroberung, da haben sie nicht aufgepasst. Pepe super im 1 gegen 1. Pepe heute ein bisschen auffälliger als zuletzt und Edwards mit der guten Chance. Gute Parade vom Torhüter. Hätte Edwards natürlich auch sehr gern seinen Debüttreffer hier gegönnt heute. Na gut von Pepe. Der gefällt mir heute wirklich gut. Assist gemacht, 7,6. Also super Note auch. Weiter so. So. Bednarek lassen wir spielen für den Holmes. Ja, da stand ja nur, dass wir ihn beobachten sollen oder im Auge behalten sollen. Das können wir natürlich machen. Malasia bringen wir rein. Caligari bringe ich ein bisschen später. Tom Davis für Skip. Wings tauscht mit Loftus-Cheek. Und jetzt hier aus Edwards braucht Spielpraxis Everton. Da bringen wir Nathan Teller vorne. Also ein bisschen wechseln wir schon durch. Jetzt uns vielleicht das Spiel jetzt gleich auf breiter stellen, damit wir uns das in der zweiten Halbzeit mal anschauen können, ob wir da einen Unterschied merken. Boah, das war eine tolle Kombination. Wunderbares Tor. Ich lasse jetzt mal extrem breit spielen, schauen wir mal, ob das funktioniert. Ob man da wirklich einen krassen Unterschied merkt. Und das Tor schauen wir uns auch nochmal an, weil es heute wirklich gegen den FC Reading hier bisher zwei sehr schöne Treffer waren. Edwards, dann gehen wir zu zweit auf ihn, dann ist Ward-Prowse frei und Pepe köpft ein. Ganz stark gemacht. Sehr schön. Gut geblockt. Freier
Freistoß von Swift. Ja, Torwart-Ecke, aber trotzdem gefährlich. Green kann ihn zur Ecke abwehren. Und auch der war gut. Nächste Ecke. Die hat Green souverän. Der weite Abschlag, ein bisschen unnötig. So, Thomas gegen Swift, aufpassen jetzt. Edwards. Guter Pass in die Tiefe, Nathan Teller. Oh, den macht er nicht, das gibt's ja nicht. Eieiei. Gut aufgepasst, Salisu. Da haben wir unseren Tom Davis. Oh, Pepe lässt da Thomas nicht hinterlaufen. Thomas, Pepe, Pepe. Boah, der ist so stark heute. Jetzt zeigt er wirklich, was er kann. Also mit dem werden wir, glaube ich, noch viel Freude haben. Richtig gut gemacht. Das überspringe ich aber jetzt, weil wir sind eh schon von der Zeit her drüber heute. So, jetzt sind wir in der 70. Jetzt werden wir den Rest wechseln. Woodburn lasse ich. Ich bringe den Sorry Nola da vorne rein. Dann werde ich jetzt tauschen. Ich stelle beide auf Flügelspieler um. Jetzt mal auch das mal probiert haben. Zach Madley rein für Salisu und Caligari rein. Und ich bringe auch Camille Grabara. Das heißt, Ben Woodburn ist wieder der Einzige, der hier auf der Bank bleibt. Wie gesagt, eben auch um keine Verletzung da zu riskieren. Dann wären wir nämlich erst recht nicht los. Aber ich glaube, es wird sowieso nicht klappen. Können wir vielleicht auf die Streichliste setzen. Dass wir ihn so vielleicht irgendwie über den Sportdirektor wegbekommen, das können wir uns überlegen. Aber das war auf jeden Fall eine sehr souveräne Vorstellung hier gegen den FC Reading bisher. Ich hoffe, wir kassieren da jetzt nichts mehr, aber sah jetzt zumindest nicht ganz so gefährlich aus. Weiß nicht, wo Reading ist, ob die Championship sind oder League One vielleicht sogar nur. Ich glaube, die sind Championship. Lauf des Cheekes durch. Super Laufweg von ihm. Und dann macht er ihn nicht rein. Das ist die zweite 100%ige, die wir heute liegen lassen. Also es hätte durchaus eben auch noch deutlicher ausgehen können. Aber insgesamt sehen wir eben, dass auch Reading 11 Abschlüsse hatte. Keine guten, muss man auch dazu sagen, aber nicht wenige auf jeden Fall. Oh, Missverständnis, was ist denn da? Sorry, Nola hat das ja komplett verpennt. Aber das Breiterspielen macht auf jeden Fall Sinn. Auch hier wieder ein bisschen ein Missverständnis. Aber das ist wahrscheinlich eben auch, weil die Neuen noch nicht so gut miteinander harmonieren und nicht so gut eingespielt sind. Super Ergebnis, super Auftritt. So lässt sich natürlich wieder aushalten. Und ja, was machen wir jetzt? Irgendwas wollte ich noch. Ich weiß es nicht mehr. So, wie schaut es aus von der Zeit her? Ja, sind wir eigentlich schon drüber. Lloyd Kelly, Verteidiger. Der wäre auch nicht uninteressant gewesen. Den werde ich mal auf die Auswahlliste packen. Brian Hainen, zentrales Mittelfeld. Auch ein ganz guter. Und er mir hier leider ein bisschen zu alt. Genau, ich wollte schauen, wo der FC Reading spielt. Championship, ja. Also ein Zweitligist. So. Die machen schon wieder ein Angebot für Salisu. Woodburn. Ja, die glauben, dass
Football nicht wirklich Lust hat, zu ihnen zu gehen. 8 Millionen Marktwert, wir haben gezahlt 3,4, also wir sollten ihn für mindestens den halben Marktwert wegbekommen. Ich versuche es jetzt einfach mal mit halbem Marktwert. Schauen wir, ob die ihn wegbekommen. So, Salisu hat noch immer kein Interesse, dahin zu gehen. Deswegen können wir auch das wieder ablehnen. Haben wir da eine Forderung drin? Nein, passt. Salisu wird uns nicht verlassen. Heiko Herrlich, der Wolfsburg-Trainer, kann da auf jeden Fall gleich mal einen Abstand von der Verpflichtung nehmen. Bisheriger Dauerkartenabsatz 15.000. Leonardo hat wieder gespielt, leider knapp 1 zu 3 verloren, ein Tor gemacht. Pellegri hat gespielt bei der Olympia, sie haben gewonnen, aber nicht getroffen. Sandro Lauper. Ganz gut eigentlich, sollte man scouten. So, ist Leonardo jetzt? Nee, der ist noch dabei, trotz der Niederlage. Ich hoffe, dass Jaime und Jay Adams bald fit werden. Den Jaime möchte ich schon noch ein, zweimal sehen. Ja, zumindest der letzte Test gegen Northampton sollte klappen. So, Angebot zu Testspielen, die lehne ich dann natürlich ab, weil wir sind eigentlich fertig mit der Planung. Angebote zu Testspiel ablehnen. Leicester, ja, Championship Club stimmt. Wolfsburg. Ja, und dann sperren die irgendwie so unauffällig Salisu in die Toilette ein. Ich verstehe. Nicht mit mir, der bleibt bei mir. Diese Mindgames, da mache ich nicht mit. So, Woodburn, zweite Mannschaft. Ja, ich lasse ihn jetzt einmal spielen. Ich hoffe, der verletzt sich nicht. Sorry, Nola, auf jeden Fall. Der soll immer spielen bei der U23. Dann würde ich auch den Grabara unbedingt jetzt immer spielen lassen, damit er dann auch Spielpraxis hat. Und die beiden sind halt leider nicht fit genug. Ich würde auch Zach Medley spielen lassen im nächsten Spiel. Vielleicht generell die, die jetzt nicht Stamm spielen bei uns. Caligari können wir auch spielen lassen, glaube ich. Ja, so machen wir es. Jetzt müssen wir es einfach nutzen, dass die zweite Mannschaft Testspiele hat. Die haben den hier verpflichtet. Der war mal bei uns. Tatsächlich. Okay. Wie viel haben wir gekriegt? 75.000. Also, nee, der hatte eine Ausstiegsklausel. Wir erhalten 850 Euro. Wow. So, der ist eigentlich ganz gut. Aber ich streiche den jetzt von der Auswahlliste, wenn er nicht sowieso wechselt. Und so interessant ist er jetzt nicht. Der wird echt empfohlen. Schon spannend. Aber das, was wir ihm versprechen müssten, das ist ja uninteressant leider. Glaube ich. Ersatzkeeper. Ersatzkeeper wird er sicher nicht sein. Den kann man auf Perspektivspieler und dann vielleicht nächstes Jahr Ersatztorhüter. Aber ich glaube, das habe ich schon mal versucht bei ihm. Der will sofort Ersatzkeeper sein und 700.000 hätte der gern. Echt ein bisschen schräg. Ich tue den jetzt von der Auswahlliste. Der hat Potenzial zu einem soliden Premier League-Spieler tatsächlich. Schon spannend irgendwie. So, bevor ich jetzt noch länger überziehe. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Einschalten heute. Ich wünsche euch dann noch was und hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir dann gegen Sunderland spielen. Vielen Dank fürs Einschalten heute. Bis bald. Ciao.